mit der Stütze A dieses Rohr hoch, misst genau auf 3,13 Meter Höhe. Und dann baust du die 13 da rein und baust dich so langsam rum. War hier eine Zigarettenfabrik. In den 20er Jahren, vor dem Krieg, war hier noch ein jüdischer Festsaal. Wir kennen die Namen von 19 jüdischen Menschen, die hier zwischen 1929 und 1942 in der Schützenstraße 12 gewohnt haben. Ich hab gedacht, das ist der Zweier. Der hat den Wurm aufgegessen. Aber das ist kein echter, sondern ein Gummibärchenwurm. Das war sehr doof. Wo hast du das, dass du 15 Jahre als Ensemble zusammen bist? Wir alle das Gleiche wollen, nämlich gutes Kinder- und Jugendtheater zu machen. Nach der Vorstellung bleiben die Kulturfamilien noch hier und wir machen eine kurze Nachbesprechung. Und dort sitzt Rob Friens aus Amsterdam. Er ist der Regisseur. Keine Regeln, nicht sagen, es muss so und so. Alles ist möglich. Für die Kinder insbesondere, dass sie eigene Bilder entwickeln. Dass sie nicht nur die vorgefertigten Bilder haben, sondern dass da ihre eigene Fantasie in Gang kommt, was sie sich vorstellen. Jugendkompanie vom Theater Grüne Soße. Wir haben zum Thema Reichsein gearbeitet. Schon wieder bei Kick eingekauft? Oder bei Primark? Bei McDonald's gewesen? Und Big Mac gegessen? Es ist was Tolles, dass wir hier sein können. So untereinander, mit dem Sigi noch, Theater spielen zu können. Ob es schlimm ist, reich zu sein, ob wir damit, dass wir reich sein wollen, vielleicht mehr Armut erzeugen. Also ich brauche nicht so viel Geld, um glücklich zu sein, weil meistens macht das Geld auch eigentlich fast alles kaputt. Und ich fand es schön, wie der Junge Gitarre gespielt hat. Nur noch ein paar Karten an dem Sonntag. Hier das geschickt. Für Fachkraft. Ich habe jetzt durch diese Recherche neue Verwandte. Ja. Das heißt, da müssen Sie kommen. Mhm. Ja. Mhm. Das bedeutet, das ist die Aufarbeitung von der eigenen Geschichte. Vielleicht kriege ich ja doch einen Bruder oder eine Schwester. Eine Schwester? Lass mich stehen, ich bin ein Bruder. Ich wollte immer schon einen Bruder. Ich wollte eine. Also, das ist keine Schwester, sondern ein Bruder. Hör lieber hin. Ah, okay. Also die dachten, ich schlafe. Dann sitzen in der Küche, reden. Das machen sie immer nachts, wenn sie glauben, ich schlafe. Geht ja, ich muss mir dann eher überlegen, wo wir dann hingucken. Kannst du Theorie? Hauptmann, Doktor, Wojcik. Marie, was ist? Wir wollen gehen, es ist Zeit. In dieser Reihe rücken wir klassischen deutschen Theatertexten vom Klang her auf den Leib. Diese Balance zwischen wie viel mache ich sichtbar, wie wenig mache ich sichtbar, wie viel geht und das ist auch, bin ich ständig innerlich am Abwägen. Mal ein bisschen hierher. Ja. 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 Heinrich der Fünfte. Das genau. War das erste Mal. Da kam der genau. Jüngere Kollege Horst zum Theater Grüne Soße. Ich hatte genug und die Tat ist geglückt. Ich habe meine Eltern in die Pampa verschickt. Ja.
kann mir gut vorstellen, hier weiter zu bleiben, weil es mir am Theater sehr viel Spaß macht und weil mir hier auch so das Gesamtklima sehr gut gefällt.